Nächster Redner für die Fraktion Die Linke ist unser Kollege Frank Tempel. Bitte schön, Kollege Frank Tempel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Vorurteile abbauen, Minderheiten integrieren, Werte vermitteln. So beschreibt Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle vor einiger Zeit die Ziele der auswärtigen Sportförderung. Und die Bedeutung dieser Ziele, denke ich, wird hier niemand in Frage stellen. Und zwar dürfte in dieser Debatte schon mal eine gemeinsame Ausgangslage, wie hier zu hören war, vorhanden sein. Die Frage, die wir aber klären müssen, ist, in welchem Maß und mit welchem Volumen wollen wir für dieses Ziel mit dem Mittel der auswärtigen Sportförderung arbeiten? Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann geht es natürlich um Haushaltsmittel, dann geht es auch um den Umgang mit den Menschen, die in diesen Projekten arbeiten, und dann geht es auch um Planungssicherheit, um Qualität und um die Vielfalt dieser geförderten Projekte. Meine Damen und Herren, allgemein wird bei einem hohen Aufwand die Frage nach dem Nutzen gestellt. Bei der auswärtigen Sportförderung reden wir von Präventionsarbeit. Als Kriminalist kenne ich dieses Phänomen zum Beispiel aus der Jugendkriminalität. Wenn ich mich um problematische Kinder frühzeitig kümmere, kann mir niemand sagen, wer von diesen eventuell später straffällig geworden wäre. Ich weiß aber ganz genau, dass ich diese Gefahr erheblich verringern kann. Mal ganz nebenbei, ausreichend ist auch das bei uns noch nicht gesichert. Vorurteile, Ausgrenzung und Unwissenheit sind die Basis von Leid, von schwersten Konflikten und von Krisen, welche ganze Regionen für lange Zeit belasten. Das Problem der Prävention ist, dass sich ein Erfolg zwar erkennen lässt, aber nicht unmittelbar messen lässt. Das heißt, keiner wird beim nachlassenden Engagement kurzfristig sagen können, wie viel weniger Vorurteile abgebaut oder Werte vermittelt wurden. Auf keinen Fall darf das aber zu falscher Sparsamkeit führen. Prävention wirkt langfristig und ist langfristig angelegt. Das heißt, auswärtige Sportförderung ist aktive Friedenspolitik, ist Kampf für Menschenrechte. Und Herr Günther, da sind wir uns ja offensichtlich ganz einig. Es wird Menschen frühzeitig geholfen und die Gefahr von Konflikten wird zumindest verringert. Und wenn wir die Vielzahl und die Vielfalt der heutigen Konflikte, wie zum Beispiel aktuell in Mali, sehen, muss es doch ein Anliegen aller sein, diese Aufbau- und Präventionsarbeit noch mehr zu forcieren und nicht ein bisschen hier und ein bisschen da nachzulassen. Auch hier im Haus wird ja schnell davon gesprochen, dass es sehr solidarisch sei, international gesehen, wenn man bei Konflikten Waffen, Militär oder Polizei schickt. Die Linke ist davon überzeugt, dass es solidarisch ist, zu helfen, dass solche Konflikte gar nicht erst ausbrechen oder gar eskalieren. Die Linke ist auch davon überzeugt, dass die Förderung von Sportprojekten ein sehr geeignetes Mittel in dieser Präventionsarbeit ist. Wenn Kinder unterschiedlicher ethnischer Gruppen gemeinsam miteinander Fußball spielen, können sie auch lernen, untereinander Freundschaften zu schließen. Wenn muslimische Mädchen über den Sport Selbstvertrauen und gesellschaftliche Anerkennung finden, wird sich das in ihrem Umfeld auswirken. Und weil das so wichtig ist, unterstützt die Linke den Antrag der SPD, die Mittel für die internationale Sportförderung, Herr Günther, wieder zu erhöhen. Und natürlich, meine Damen und Herren, besteht dann auch die Verpflichtung, die Rahmenbedingungen für die zu verbessern, die diese Projekte vor Ort umsetzen. Da geht es um die Ausbildung vor dem Einsatz in solchen Projekten. Da geht es auch um die bessere Beratung während eines solchen Einsatzes, wie zum Beispiel im Antrag benannt, steuerrechtliche Fragen, völlig richtig aufgeschrieben. Und die Linke hält es auch für erforderlich, Perspektiven der Helfer für die Zeit nach dieser Art von Auslandseinsätzen zu bieten. Der Dank für das Engagement für solche Einsätze kann am Ende ja nicht Hartz IV bedeuten. Das heißt, wir brauchen adäquate Hilfs- und Eingliederungsprogramme, um die zeitweilige Arbeit in solchen internationalen Sportprojekten nicht zu einem persönlichen Zukunftsrisiko zu machen. Die Linke stimmt diesem SPD-Antrag, soll ja nicht zur Gewohnheit werden, also voll und ganz zu. Und sehr geehrte Kollegen der Regierungskoalition, das können Sie auch. Bauen Sie die auswärtige Sportförderung wieder aus und suchen Sie nicht gerade dort Einsparungsmöglichkeiten, denn bei der Prävention zu sparen, kann Menschen und Gesellschaft später wesentlich teurer kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Frank Tempel. Nächste